Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich sag euch, ich bin heute hier in Braulage am Wurmberg, hier hinten rechts neben mir ist er. Das Phänomen hier in Braulage, irgendwas stimmt hier mit diesem Berg nicht. Aber ich glaube, ich komme mal ein Stückchen dichter, so vielleicht. Ja, irgendwas stimmt hier mit diesem Berg nicht. Und zwar die Wetter-Apps, die sagen immer was anderes, als das Wetter hier tatsächlich vor Ort ist. Und auch komischerweise, als wie die umliegenden Berge drumherum und auch Braulage, der hier gerade mal keine 1,5-2 Kilometer vom Berg entfernt ist. Ja, Hexen bauen weiter oben eine Treppe, damit sie einen besseren Absprung zum Brocken kriegen. Schon merkwürdig hier, oder? Die kalte Bode, ist die tatsächlich kalt? Ich weiß es nicht, wir werden es ausprobieren. An irgendeiner Wegkreuzung bewacht angeblich ein böser Hund diese Wegkreuzung. Warum? Es ist ein Wanderweg. Warum wird der bewacht? Was ist ein Kuhlager? Werden da Kühe gelagert? Mitten im Wald? Warum? Okay, ja genau, diese Sachen wollen wir heute mal rausfinden, was es damit auf sich hat. Und ja, wenn ihr wollt, seid dabei, ihr seid herzlich eingeladen und hinter euch geht es dann weiter auf die Tour und da schauen wir uns dann mal erstmal die kalte Bode an. Gut, okay, auf geht's! Ja, ich bin jetzt hier an einer Stelle, von hier hinter mir läuft die kleine Bode und dort hinter euch links läuft die warme Bode. Und die beiden laufen so zusammen und werden dann nachher wieder ein Fluss. Und wo das ist, zeige ich euch jetzt. Das hier ist die kleine Bode und läuft jetzt hier runter, unter der Brücke durch. Und genau da vorne, da trifft sie dann auf die warme Bode. Und ich schwenke mich mal hier rüber. Von dort oben kommt jetzt die warme Bode. Ja, genau. Und somit habe ich das kleine Rätsel schon aufgelöst. Ich habe mich nämlich vorhin vertan bei der Ansage, das ist hier nicht die kalte Bode, die hier fließt. Das hier ist die warme Bode. Und ob die tatsächlich wärmer ist als die kalte, ich möchte es bezweifeln. Das ist hier so eine Geschichte. Aber irgendein Grund wird es ja haben, warum die warm heißt. Naja, egal. Das ist hier so eine Sache mit der Bode. Wir werden das erklären. Okay, bis gleich. So, wir sind jetzt hier an der Schutzhütte Bärenbrücke angekommen. Das ist ein Rastplatz und ich zeige euch das jetzt hier hinter mir, diese Teerstraße, die fährt nach Königskrug hoch und wir gehen hinter mir dort lang. Dort gibt es einen Wegweiser, der nennt sich Sackgasse. Ich weiß aber, das ist keine Sackgasse, das ist eine Fehlanzeige. Dort geht es richtig schön vernünftig hoch, kann man gut gehen. Besser als da drüben über die Straße. Gut, okay, dann gehen wir mal zur Bode. Ja, ihr habt gesehen, die Hände waren drin gewesen
Und so kalt war das nicht. Ich schätze dieses Wasser mal auf etwa so 6-7 Grad etwa. Ja, es ist jetzt nicht besonders warm, aber kalt ist auch nicht. Also, klarer Fall, gelöst. Die warme Bode ist warm. Gehen wir jetzt mal von aus. Okay, es geht weiter, ja. Wegweiser, Sackgasse. Immer hier durch. Das ist keine Sackgasse. Wie kann man gehen? So, der erste Schnee für dieses Jahr. Guckt. Wir haben heute den 15. November. Benutzt mal kurz die Windstille hier. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, ich bin jetzt sicher am bösen Hund und hier ist kein böser Hund, der auch was bewacht. Das Einzige, was hier ist, das ist der Stein. Und diese Wegkreuzung heißt einfach nur böser Hund. Ja, auch dieses Rätsel ist gelöst. So, wir sind jetzt hier am Brockenstein. Keine Sorge, wir sind nicht oben auf dem Brocken, wir sind immer noch hier auf dem Wurmberg. Dieser Stein ist nur so eine Wegkreuzung. Hier gabelt sich nämlich der Weg links und rechts. Links ist erst der Söpinger Weg und da rechts ist dann der Ulmer Weg. Und vom Söpinger Weg, der geht nicht weiter, der geht nur 500, 600 Meter rein und dann heißt der Kuhlager. Und wie gesagt, da rechts von dem Stein geht der Ulmer Weg. Wir gehen da weiter hoch. Wir wollen ja gucken, was das Kuhlager ist. Ja, wir kommen immer höher vom Wurmberg. Ja, schön gegen die Sonne, da sieht man nämlich schon ein bisschen mit Schwarz, ja. Also hier in dieser Richtung würde dann der Grenzweg weiter verlaufen. Und ja, ihr seht ja, umso höher wir kommen, umso weißer wird es. Und ich bin gespannt, ich nehme mal an, wenn wir ganz oben auf dem Gipfel sind, werden wir schon die richtige erste Schneedecke sehen. Hier unterwegs sehen wir ja schon so ein bisschen so weiße Flecken. Aber ich denke mal, oben auf dem Gipfel wird mehr liegen. Nachdem wir uns dann doch entschlossen haben, weiter auf dem Kuhlagerweg zu bleiben. Und der biegt dann noch mal so kurz ab. Kurz vorher lagen 2-3 Bäume. Da sind wir drüber gestiegen. Und hier geht es dann jetzt weiter hoch. Das ist hier, müsst ihr aber aufpassen, wenn hier Schnee liegt, ist das der Langlaufloipe. Ja? Die ist auch ausgestellt als Langlaufloipe. Also vorsichtig. Ja? Wie gesagt, das ist hier heute nur noch ein Wanderweg. Angeblich wurden hier im Mittelalter die Harzkühe hochgetrieben. Ich weiß es aber nicht genau. Das kann man nicht nachvollziehen. Das ist auch nicht zu bestätigen. Fakt ist jedenfalls, dass wir jetzt da hochgehen und das tun wir jetzt. Hoppla. Jetzt wird's weiß und steil, ja. Also von da unten sind wir hochgekommen und da geht's weiter hoch, ja. Aber das geht gleich da vorne, geht's so ein bisschen gerade und dann kurz vorm Gipfel kommt nochmal eine Steigung. Schaffen wir alles. Alles kein Problem. Eigentlich könnt ihr von hier aus den Brocken sehen. Wie ihr seht, seht ihr nichts, der ist halt böse. Die Hexen haben Waschküche, da ist Waschtag, guckt. Das dampft und qualmt überall, ja. Ich sag euch, der Wurmberg und seine Hexe. Lasst uns lieber weitergehen. Ja, wir haben jetzt das Ende vom Kuhlager erreicht und sind wieder hier auf der Teerstraße zum Wurmberg hoch. Von dort kommt er vom Braulager hoch. Hinter euch, da ist dann der Gipfel. Und eigentlich ist da so 50 Meter weiter ein Teich. Ihr seht heute nichts, nur Nebel, ja. Aber der ist wirklich da. Dann hat es hier noch eine kleine Spaßaktion für die Kinder und halt in dieser Richtung, ich drehe euch gleich um,
befindet sich dann halt eben noch ein, ja, so ein Brunnen halt, ne? Den gucken wir uns mal an. Ja, ich habe den Gipfel vom Wurmberg erreicht. Ja, 972 Meter über normal Null. Ja, so schön ist das. Ja, und hier haben wir auch schon das Geheimnis des Wurmberges. Ihr erinnert euch, ja, mit der Hexentreppe, was ich erzählt hatte. Hexen nehmen, bauen eine Treppe, mit die Anlauf nehmen, im Flug nur zum Brocken, der in dieser Richtung hier ist. Das ganze Ding ist eine heidnische Kapelle gewesen. Hier haben sich also heidnische Völker getroffen, um halt ihre Religionssachen abzuhalten. Und genau hier hinter, ich zeige euch das gleich, hinter diesem Schild findet man noch alte Steinreste und all sowas. Gut, wir gehen jetzt mal in den Steinkreis und gucken, was wir finden. Ja, genau, das ist hier dieser Steinkreis. Jetzt in den Nebel sieht man natürlich nicht so viel. Ich weiß, was ihr denkt. Ihr denkt jetzt, ich halte euch hier mitten im Wald rein und zeige euch irgendeinen Blödsinn. Nein, das ist wirklich hier oben. Ich versuche auch noch mal dichter ranzugehen. So, auf den Spuren der heidnischen Kapelle. Und hier liegen noch Steinreste. Da weiter vorne liegt ein Stein. Hier kann man auch noch Mauerreste sehen. Also mehr sieht man hier leider nicht. So, wir befinden uns jetzt hier unten auf dieser Skipiste vom Wurmberg. Ich gehe ein Stück an die Seite, da geht's runter. Und jetzt ist das nächste Ziel. Ich hatte ja noch erwähnt gehabt, dass es hier noch einen Drachen gegeben hat, nämlich einen Lindwurm. Und ich kannte den persönlich. Ich weiß auch seine Geschichte. Ich werde daher so einen kleinen aus diesen Memoiren mal vorlesen. Ich habe da so kleine Notizen damals mal gemacht und möchte da die Erfahrung da mal nachher vorlesen. Das passiert nachher unten an dem Steinbruch. Da hinten ist ein Steinbruch und da wollen wir mal gucken, was wir dann über den Drachen erfahren. So, das hier, was ihr da seht, das ist die kleine Wurmbergklippe. Es gibt auch noch die große, die ist dort hinten mitten im Gebüsch drin. Da gehe ich aber heute nicht hoch. Das bringt eh nichts. Da oben ist glatt und obendrein ist auch noch keine Sicht. Hier oben auf dem Wurmberg, ja, ihr seht es selber, also 100 Meter Sicht mehr ist heute nicht. Da könnt ihr gut essen, kann ich euch empfehlen. Das ist Rodelhaus. Immer preisgünstig und gute Ware. Immer da lang. Wir sind jetzt hier an diesem ehemaligen Steinbruch. Der ist heute tot. Ich wollte euch einfach nur mal kurz zeigen, wie es hier noch aussieht. Damit ihr mir glaubt, dass ich jetzt hier am Steinbruch bin, gebe jetzt an dieses gelbe Schild und dann seht ihr das. Und genau hier hinter den Bäumen ist er. Wir müssen mal gucken, ob wir von oben weiter oben noch was sehen. Das ist eine Borkenkäferfalle. Und wir gehen jetzt hier rechts am Zaun den Weg hoch und dann wollen wir mal schauen, was wir sehen. So, wir sind jetzt oberhalb vom Steinbruch und hier ist eine Bank. Warum baut man hier eine Bank hin? Damit man hier eine schöne Aussicht hat. So, jetzt drehe ich euch mal rum in diese Richtung. Ach, wie das funktioniert, guckt mal. Noch weiter rum. Ich drehe euch noch weiter rum. So, und da wo der dicke Nebel jetzt ist, genau dort ist der Steinbruch drin, hier drin, da ist die Kante, hier ist der Zaun, da geht es nicht mehr weiter. Schade! Jetzt kommen wir zu meiner Geschichte und dazu setze ich mich erstmal, melde mich gleich weiter. Ja, genau zu diesem passenden Wetter habe ich euch doch heute eine kleine Geschichte versprochen und ich habe euch ja mal gesagt, so, ich habe hier so die kleinen Memoiren von mir mal aufgeschrieben so und ja, dieses da ist dann damals mal so ein dickes Buch raus geworden, nennt sich Die Leuchtlinge. Gibt es in keinem Verlag zu verkaufen, ist auch nicht verkäuflich.
Es ist einfach nur eine Geschichte für mich, die ich für mich und Erika geschrieben habe. Und Fotos, Bilder, Archive und die ganze Geschichte ist meins. Alles von mir selbst ausgedacht. Und diese ganze Geschichten, die hier drin passieren, passieren hier im Harz. Und unter anderem auch hier am Wurmberg. Und aus einer Geschichte möchte ich euch erzählen. Ich brauche erstmal einen Schluck Tee. Ja, Prost erstmal. Schön lecker. Okay, in diesem Buch geht es um einen Wanderer, der durch den Harz streift und später dann noch andere Lebewesen als die normalen herkömmlichen Waldtiere kennenlernt. Das sind so Figuren, die fangen an zu leuchten und haben etwa so diesen Durchmesser wie so ein kleiner Ball. Sind auch genauso rund, haben kleine kurze Arme und kleine kurze Beinchen dran, mit einem Gesicht dran. Von der Stimme her sind es eher so Kinderstimmen. Und das Besondere an diesen Figuren ist halt eben, dass die selbstständig leuchten und dann halt außenrum so einen richtig feurigen Ring machen. Jetzt ist es auch so, dass hier im Harz Hexen auch mal in Schwierigkeiten kamen und diese Hexe lebt am Dreibodestein. Nämlich genau an der Fischbachhütte. Und diese Fischbachhütte hat was Besonderes. Von außen sieht die aus wie eine ganz normal herkömmliche Schutzhütte. Aber wenn man den Zauber versteht und weiß, wie man an die Tür klopft, findet man zu ihrem Hexenhaus. Kann nur ich, sage ich gleich dazu, kann nur ich. Wer anders kann das nicht, nur ich. Ich alleine habe damals von ihr die Erlaubnis bekommen, diesen Zauber anzuwenden und ich gebe den auch nicht weiter. So, jetzt ist diese Hexe in einen Schönheitswahn gekommen und wollte unbedingt schön sein. Und weil sie es nicht war, wollte sie von einem Drachen, von einem Lindwurm, der hier auf dem Wurmberg gelebt hat, nämlich hinter euch in diesem Steinbruch, den ich euch gerade gezeigt habe, lebte er in einer Höhle und dieser Lindwurm hat Schuppen, riesengroße Schuppen, die grün sind und am äußeren Rand rot funkeln und leuchten. Und zu bestimmten Situationen leuchtet die ganze Schuppe grün und rot. Und genau diese Schuppe hat diese Eigenschaft, wenn sie von innen geguckt wird, dass sie halt zum Spiegelbild wird. Und dieser Wanderer bekam nun von dieser Hexe den Auftrag, ihr so eine Schuppe zu besorgen. Und die Leuchtlinge unterstützten ihn dabei. Und zwar konnte der eine so einen heißen Feuerring machen, dass er ein Kaninchen grillen konnte. Ja, es ist so. In der Natur ist es halt eben so, dass der Große den Kleinen frisst und Tiere gefressen werden. Ist halt so, gehört halt dazu. Und dieser Drache mag halt kein rohes Fleisch essen und der mag am liebsten gegrilltes Fleisch essen. So, deswegen hat man dieses Kaninchen halt gegrillt. Und dann ist Thomas in diese Drachenhöhle gegangen und wollte den Drachen ködern mit diesem gegrillten Kaninchen. Natürlich gab der Drache dieses Kaninchen nicht einfach, seine Schuppe nicht einfach frei her. Ihr könnt euch vorstellen, so eine Schuppe ist ein Drache genauso heilig wie uns Menschen die Haut. Und somit hat er sie natürlich verteidigt und geschützt. Es kam zum Kampf. Thomas, der Wanderer, stürzte sich auf den Drachen, krallte sich die Schuppe und meinte, er könnte sie sich einfach rausreißen. Das war natürlich nicht dem so. Der Drache tobte, schüttelte sich und rüttelte sich und brüllte ganz laut und fletschte die Zähne, bis schwenkte den Kopf hinter sich und versuchte, Thomas auf den Rücken zu beißen und zu fassen. Das schaffte er nicht. In dieser ganzen Höhle stank es eklig nach verfaultem Fleisch und nach verfaultem Schwefel. Alles mischte sich zusammen. Die Gerüche waren ekelhaft. Jedes Mal, wenn der Drache sein Maul aufklappte und zuschnappte, dann hörte man richtig die Zähne zischen. Und jedes Mal hat der Thomas Glück gehabt, das wieder zu überleben. Der Drache schaffte es, den Wanderer von seinem Rücken runterzuschütteln. Thomas landete unsanft an einem Felsen und wurde kurzzeitig bewusstlos.
Der Drache wickelte in dieser Zeit den bewusstlosen Wanderer in seinem Schwanz ein, wie eine Schlange, immer kreisrund und zog ihm langsam zu. Thomas wurde mittlerweile wieder wach aus der Bewusstlosigkeit und bemerkte seine Situation. Er kam nicht mehr raus aus dieser Situation. Er überlegte, was zu tun wäre und bemerkte immer wieder diesen fauligen Atem. Jedes Mal, wenn der Drache ausatmete, kam ein fauliger Geruch aus seinem Mund. Und Thomas sagte mir immer wieder, oh, dieser widerliche Gestank. Und der Drache sagte, das ist halt bei uns normal, dass wir uns auch mal aus dem Mund riechen. Und ab dieser Stelle möchte ich hier aus dem Buch vorlesen. Kurzzeitig war es still und Thomas fragte, sag mal, was ist da eigentlich mit deinen Zähnen los? Weil ich muss das kurz nochmal erklären. Der Drache hatte Zahnschmerzen. Das hatte Thomas vorher schon mal bekundet gehabt in der Zeit, wo er sich halt auch um diesen Gestank des Atems und so weiter interessierte. Und da erklärte ihm der Drache halt eben, dass er Zahnschmerzen hat. Und jedenfalls erkundigt sich jetzt Thomas, sag mal, was ist da eigentlich mit deinen Zähnen los? Alpheus stammelte mit meinen Zähnen. Ach, da ist alles bestens. Alles in Ordnung. Thomas grinste verschmitzt und spottete. Du hast doch wohl keine Angst, oder? Etwa doch nicht vor mir. Nein, kam zögerlich von dem Drachen. Doch nicht von dir als Menschen. Von dir habe ich doch keine Angst. Thomas ließ nicht nach und stichelte weiter. Du hast doch vorhin über Zahnschmerzen geklagt. Ach, da musst du dich verhört haben, gab der Drache kleinlaut von sich. In diesem Moment zog wieder mal ein süßsäuerlicher Geruch durch Thomas' Nase, weshalb er angewidert mit scharfer Stimme sagte, Bäh, Igitt, mach bloß deine Futterluke auf. Da sitzt irgendwas drin, was fault und das muss raus. Thomas nahm seinen ganzen Mut zusammen, stand auf und ging direkt zum Drachen. Der drehte seinen Kopf weg. Doch zu spät. Thomas hing bereits an seinen Lippen. Hör auf, dich zu wehren. Lass dir lieber helfen. Du stinkst, redete Thomas fordernd auf Alpheus ein. Das tut weh, klagt Alpheus. Stell dich nicht so an. Lass mich nachsehen, gab Thomas zurück und spottete. Du willst dein Rache sein? Du jammerst wie ein Baby. Dabei geht es bestimmt ganz schnell, ich schwöre. So ein riesiges, großes Tier wie du hat Angst vor so einem kleinen Kerl, der ihm nur helfen will. Haha. Der Drache versuchte, Thomas kopfschüttelnd loszuwerden. Doch Thomas hielt sich mit aller Kraft fest. Ich könnte dich töten, warnte der Drache. Thomas ließ sich nicht beirren und rief, wenn du es wolltest, warum hast du es nicht schon längst getan? Alpheus, der Drache, brüllte und tobte wieder durch die Höhle. Aber Thomas hielt stand. Irgendwann gab der Drache nach und legte sich brav, ohne Widerstand, auf den Boden. Den Kopf legte er ebenfalls auf die Erde. Thomas stand heil und sicher festen Bodens. Er befahl jetzt, wo er die Oberhand hatte, mach schon, endlich dein Maul auf. Man glaubt es kaum, aber Alpheus öffnet sein Maul weit und unterwarf sich und das Ganze freiwillig. Thomas schaltete seine Kopflampe ein, die er sich zuvor aufgesetzt hatte, und schaute angewidert in das weit geöffnete Drachenmaul. Der Gestank, der hier aus dem Schlund kam, war unbeschreiblich, so eklig war er. Der Speichel tropfte die langen, spitzen Zähne hinunter. Die Zunge lag über den Unterkiefer ausgebreitet. Thomas sah einen Knochen mit Stofffetzen umwickelt, der zwischen zwei der Zähne klemmte und schon leicht das Zahnfleisch durchgestochen hatte. Ah, das Problem. Du hast den letzten Menschen nicht ganz verdaut, der dir zu nahe gekommen ist. Sein Oberschenkelknochen ist noch zwischen zwei der Zähne eingeklemmt und sticht in dein Zahnfleisch. Ist es schlimm? Fragte der Drache. Und Thomas kramte sein Taschenmesser aus dem Rucksack, klappte die Sägeschneidefläche auf,
und erklärte witzelnd: Nein, eigentlich nicht. Ich werde mit dem Taschenmesser nur einen kleinen Schlitz in dein Zahnfleisch ritzen und dann den Knochen schon sehr, da der Knochen schon sehr tief in dem Zahnfleisch steckt, siehst du, ich nehme am besten die Säge hier. Oh je, hörte Thomas den Drachen stöhnen und konnte sich das Lachen nicht mehr verkneifen. Deshalb schlug er vor: Denk einfach an was Schönes, aber bitte nicht an Feuer machen oder etwas Essbarem. Es wäre für mich sehr fatal. Eine schöne bunte Wiese mit blühenden Blumen, säuselte der Drache, um sich die Angst abzulenken. Thomas schüttelte den Kopf und blieb konzentriert bei der Zahnoperation. Ohne dass Alpheus etwas davon mitbekam, wechselte Thomas die Klinge vom Taschenmesser und klappte einen Dorn auf. Dieser ist eigentlich nur zum Dosen aufpieken. Heute ist er ein Hebel. Er hakte zwischen beide Zähne und hebelte mit ganzer Kraft die Zähne auseinander. Der Drache winselte etwas, Thomas ließ sich davon nicht ablenken und machte weiter. Die Knochen lösten sich und Thomas griff mit der linken Hand den Knochen und zog ihn mit ganzer Kraft heraus. Der Drache hatte jetzt große Schmerzen, klappte vor Schreck das Maul zu. Thomas konnte gerade noch so in der letzten Sekunde seine Hände herausziehen. Alpheus drehte den Kopf weg und brüllte jetzt sehr stark. Er tobte mal wieder durch die ganze Höhle. Kleinere, lose Steine fielen durch die Erschütterung herunter. Thomas stand noch immer mit dem Knochen in der Hand. Da beobachtete es, obwohl es schon vorbei war. Konzentriere dich auf den Schmerz und beobachte, ob er wirklich noch da ist. Man staune, es half. Sofort hörte der Drache auf zu brüllen und zu toben. Er stand ganz einfach auf seinen vier Pfoten und die wie übergroße Hände mit Krallen aussahen. Thomas leuchtete bis zum Kopf und war erstaunt, dass jetzt, da er den Drachen in seiner vollen Größe sah. Er schätzte ihn etwa auf 4 bis 5 Meter hoch. Allein sein Schwanz, der in seiner ganzen Länge ausgestreckt dalag, schätzte Thomas auf 3 bis 4 Meter. Sein Körper war hellgrün und leuchtete neonfarben. Unter dem Bauch war er hellblau. Durch den herumliegenden an der Erde war er halt verschmutzt. Sein rotleuchtender Schuppen hing in der Mitte des Kopfes, über die Mitte des Rückens bis runter Schwanzspitze. Die roten Schuppen am Kopf standen hier wie ein Hahnenkamm stolz empor. Seine Ohren standen hoch und waren von außen hellgrün und von innen dunkelgrün. Die vorderen Eckzähne ragten etwas aus seinem Maul. Seine Nasenlöcher waren groß und rund und hatten viel Ähnlichkeit mit Pferdenüstern. Hierbei schnaufte er seine überschüssige Luft hinaus. Du bist sehr schön anzusehen, Alpheus, schmeichelte Thomas und lobte mit sanfter Zunge weiter. Selten sah ich so ein schönes, stolzes Tier wie dich. Naja, die Geschichte geht jetzt so weiter, dass er ihm jetzt halt geholfen hat und Alpheus sich dafür bei ihm bedankt und halt als Dankeschön eine Schuppe von seinem Körper schenken tut. Die beiden werden Freunde, tiefe, feste Freunde und erleben noch sehr viel Abenteuer unterwegs. Später in dem zweiten Buch, davon gibt es noch ein zweites Buch, wird Alpheus dann erwachsen und trifft auf Nidhogg, dem Urdrachen, dazu. Und dieser Urdrache fordert ihm dann irgendwann auf, Auge in Auge stehen die sich gegenüber. Und der Nidhogg fordert ihm halt auf: Nenn mir deinen richtigen Namen. Alpheus ist nicht dein richtiger Name. Ist viel zu albern und viel zu dumm. Das ist der Name, den die Menschen dir gegeben haben. Es ist nicht deiner. Ich will deinen eigenen Namen hören. Und nach etwas mehr weiterhin zögern, verrat der Drache diesen Namen. Und sein Name ist Improbus. Richtig, Improbus. Es ist lateinisch und heißt zu guter Deutsch Frechdachs. Dieser Name passt dem guten Drachen natürlich nicht, aber Nidhogg lächelte und war sehr stolz und sehr froh, dass er endlich die Wahrheit über sich erzählte. Und so nahm er ihn dann mit in sein Reich, wo er dann unter Yggdrasil, den Lebensbaum, mit ihm zusammen in den Wurzeln des Lebensbaums lebt. Ja, das ist die ganze Geschichte dazu, die ich euch hier zu diesem Drachen heute mal erzählen wollte. Und
Ich weiß nicht, vielleicht hat es euch gefallen, vielleicht ist es euch zu lange. Müsst ihr sehen. Ja. Ich werde jetzt noch einen Tee austrinken. Und ja, weiter passiert eigentlich auch nichts mehr. Ich gehe jetzt auf direkten Weg zum Auto runter. Das sind hier noch 1,5-2 Kilometer. Und ja, dann verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. GPS-Daten und Informationen wieder wie immer unten in der Infobox. Und ja, wenn ihr Lust habt, lasst mir ein Like da, einen Kommentar, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, euer Thomas, der Langstrecker. Bis zum nächsten Mal. Ja, ein Fazit gibt es natürlich auch noch von der Tour. Wir haben alles gefunden, was wir finden wollten. Wir haben eine Geschichte gehört. Wir hatten einen tollen, super Tag. Die Wanderung hier rum um den Wurmberg ist immer klasse. Macht die aber nicht am Wochenende oder an den Feiertagen, weil die dann doch zu stark frequentiert ist und zu viele Leute hier sind. Heute ist es mitten in der Woche, es ist vormittags, hier ist kaum was los. Ich habe heute 2 oder 3 Wanderer gesehen, wenn ich. Und heute bei dem Nebelwetter hier war das natürlich auch noch richtig mystisch gewesen. Hat richtig Laune gemacht. Ja, mir war das von vornherein klar, dass ich nicht die Sachen finde, die ich hier angekündigt hatte mit Hexen und Drachen. Das sind Geschichten, die gab es hier nie, wahrscheinlich nicht. Hexentreffe haben wir auch gelöst, ist eine religiöse Stätte gewesen und auch noch heute hin wahrscheinlich. Ich möchte nicht wissen, ob da noch der ein oder andere von den Heiden dort, sich dort oben treffen, die gibt es nämlich heute noch. Ja, das Wetter, ich fand das gar nicht mal so schlimm, dass das heute so ist. Und es ist kalt, oben auf dem Wurmberg lag Schnee, hier unten ist schon wieder alles weg. Ja, insgesamt war es ein schöner Tag, hat viel Spaß gehabt. Ja, das war es dann auch schon von mir. Und jetzt, ihr glaubt es kaum, guckt, da ist der Drache hier vom Wurmberg. Ich habe ihn gefunden. Das gibt's doch gar nicht. Da ist er.